Kooperationen, Partnerschaften, Bildung, das sind zentrale Nachhaltigkeitsthemen der Vereinten Nationen und genau das Thema, worauf wir jetzt schauen werden. Und gerade die Corona-Krise hat ja gezeigt, wie sehr wir darauf angewiesen sind, zusammenzuarbeiten, ja, gerade im Bildungswesen. Digitale Plattformen, Communities haben dabei eine riesige Rolle gespielt und die Menschen hatten die Möglichkeit, von zu Hause aus mitzumachen und sich einzubringen. Und das haben sie auch in großer Zahl gemacht. Ja, aus allen Bereichen der Gesellschaft haben sich Menschen in die Diskussion eingebracht für eine bessere, nachhaltigere Bildung. In Hackathons zum Beispiel, wie Wir für Schule, in digitalen Kreativwettbewerben wie Hack the Summer, in virtuellen Barcamps, Schule neu denken. Es war ja so viel dabei. Und dabei ist ein Teamgeist und ein ganz besonderer Spirit entstanden, über alle Altersgrenzen und Milieus hinweg. Das war unglaublich spannend zu beobachten. Und jetzt ist die Frage, wie wir dieses weiter vorantreiben können. Und viele Menschen waren ja zum ersten Mal in solchen Formaten dabei. Und wir waren natürlich neugierig und wollten wissen, wie es dazu gekommen, dass sie sich dazu eingebracht haben. Hallo, ich heiße Alisa, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Germering bei München. Sein konnte. Ich habe mich deswegen für Schule, Song and Brain und vermitteln wollen. Natürlich schauen, wie man diesen. Besonders gut hat mir gefallen, dass wir sehr viele spezifische verschiedene Themen in unserem Projekt hatten und genau diese Hilfe bekommen haben. Dankeschön für diese O-Töne und wir werden jetzt natürlich schauen, wie man diesen Trend weiter verstärken und unterstützen kann und das werden wir mit spannenden Experten und Expertinnen machen. Ihr sind schon eingeblendet, unsere Gäste, die ich Ihnen jetzt genauer vorstellen darf. Herzlich willkommen, Matthias Graf von Klimaseck, Leiter der Abteilung Grundsatzfragen, Strategie, digitaler Wandel im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Neben Verena Pauster, ein Name, an dem man in diesem Jahr überhaupt nicht vorbeikam, Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums, Autorin des Buches Das neue Land, Vorständin des Digitale Bildung für alle und Mitinitiatorin von Wir für Schule. Katharina von Delden, CEO von InnoSabi, einem der führenden Anbieter von Innovationsmanagement-Software. Professor Dr. Uta Haug-Thum, Professorin für Grundschulpädagogik und Didaktik an der Ludwig-Maximilian-Uni und Zukunftskompetenzen von Schule. Sie wollen sich Fahrt auf und auch eine Reihe von ganz interessanten Bildungsprojekten aus dem Bereich zum Beispiel der kulturellen Bildung oder der Datenkompetenz im Allgemeinbildungsbereich dabei. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Schnellboote jetzt auch schnell in Fahrt aufnehmen und zeigen, wo die Wege richtig hingehen können. Vielen Dank erstmal. Und Sie haben eine ganze Reihe aufgezählt, was es da alles so gibt. Jetzt schauen wir mal, was die Zuschauer abgestimmt haben, wie viel Unterstützung sie sich da wünschen. Und Sie können natürlich weiter dazu Ihre Ergebnisse planen. Also noch haben wir es nicht dabei. Das heißt, wir lassen Frau Pauster jetzt erstmal zu Wort kommen. Verena Pauster, Sie haben das ganze Thema Wir für Schule als Initiatorin ins Leben gerufen. Wie sind Sie darauf gekommen? Was hat Sie bewogen? Ging Ihnen alles nicht schnell genug? Erzählen Sie mal. Ja, das war im Mai, als man einfach merkte, ganz viele Menschen in diesem Land haben eine starke Meinung plötzlich zur Schule. Sie wollen sich einbringen. Sie wollen ihre Lösungen nicht nur präsentieren, sondern auch Soforthilfe an den Schulen leisten. Und statt dass alle diese Einzelmeinungen irgendwo rumfunken, haben wir gedacht, wie wäre es, wenn wir die bündeln? Wie wäre es, wenn wir diesen Meinungen ein Sprachrohr geben? Und Wir für Schule war eben für uns der beste Versuch zu sagen, der Stimme, der Zivilgesellschaft eine Stimme zu geben für Lösungen für die Schule von morgen. Und dann haben wir ganz viele Themenfelder definiert von Soforthilfe. Wie kriegt man jetzt digitalen Unterricht in Zeiten von einem Lockdown, den wir im Mai, Juni ja hatten, hin? Aber auch hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit an den Schulen, weil sehr viele Kinder eben vom Lernen auch abgeschnitten waren. Zukunftskompetenzen vermitteln, projektbasiertes Lernen. Also das war ganz breit. Und was uns eigentlich am meisten gefreut hat, ist, wie divers die Menschen waren, die mitgemacht haben. Wir hatten SchulleiterInnen, LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen, Medieninteressierte, Bildungsinteressierte, Softwareprogrammierer. Also da war alles dabei. Und das hat einfach gezeigt, dass wenn wir in diesem Land die Stärken bündeln und nicht gegeneinander arbeiten und irgendwie immer nur die Missstände des anderen aufzeigen, sondern gemeinsam an Lösungen arbeiten, dann bringen wir dieses Land eigentlich am besten nach vorne.
Jetzt hätte es sowas ja theoretisch auch schon vorher geben können, solche Formate. Die technischen Möglichkeiten gab es. Woran lag es? Ist sowas so eine große Timing-Sache? Ich glaube schon, dass es dafür so ein nationales Interesse am Thema Bildung brauchte. Also in der Vergangenheit wäre ein Hackathon was Physisches gewesen. Man hätte sich in einer großen Turnhalle getroffen oder an einem gemeinsamen Ort. Und das hätte eben auch dazu geführt, dass viele nicht teilnehmen hätten können, weil sie vielleicht sich nicht Urlaub genommen hätten dafür, weil sie zu weit weg wohnten, wenn man es in Berlin gemacht hätte oder wo auch immer. Und dadurch, dass erstmalig die Ländergrenzen aufgebrochen wurden, also nicht jedes Bundesland so für sich überlegt hat, sondern alle gemeinsam, und dass man eben digital teilhaben konnte, führte dazu, dass die eine, die vielleicht eher abends konnte, hat abends mitgemacht, der andere vormittags, manche am Wochenende. Und so ist man irgendwie mehr auf die individuelle Situation der Menschen eingegangen und alle konnten sich aber über eine digitale Plattform verbinden. Und das war, glaube ich, die Besonderheit dieses Jahr, dass alle das Gefühl hatten, komm, lass uns zusammen dieses Land nach vorne bringen und nicht jeder in seiner Blase bleiben. Da kam einfach sehr viel zusammen in diesem Jahr. Katharina von Delden, Sie sind Expertin für offene, kollaborative Innovation, die in der Wirtschaft natürlich schon unglaublich viel Anwendung findet. Kann man diese Prozesse denn jetzt auf das Bildungswesen übertragen? Ja, wir sehen in der Wirtschaft tatsächlich, dass